Adler, Untergrund prüfen und Wände grundieren. Wer sein Zuhause ausmalen möchte, sollte seine Wände vor dem Anstrich kontrollieren und bei Bedarf grundieren. Mit einfachen Tests erkennen Sie sofort, ob Ihr Untergrund stark sandend oder saugend ist oder ob es sich beim Altanstrich um Leimfarbe handelt. Gipskartonplatten müssen vor dem ersten Anstrich immer grundiert werden. In all diesen Fällen verfestigt und egalisiert der Aviva Tiefengrund den Untergrund und schafft die perfekte Basis für Ihren Anstrich. Test 1. Streichen Sie mit Ihrer Hand an mehreren Stellen über die verputzte Wand. Lösen sich Sandkörner und wird Ihre Hand staubig, haben Sie einen stark sandenden Untergrund vor sich, der die Haftung Ihres zukünftigen Anstrichs negativ beeinflusst. Bürsten Sie kräftig mit einem groben Besen über die Fläche. Dann schütten Sie den Aviva Tiefengrund in einen großen Eimer. Tragen Sie ihn unverdünnt mit einem Flächenstreicher im sogenannten Kreuzgang auf. Der Tiefengrund darf nie glänzend an der Oberfläche auftrocknen, sonst kann die Wandfarbe später in die Oberfläche nicht eindringen und deckt nicht. Test 2. Spritzen Sie etwas Wasser auf Ihre Wand. Saugt die Wand das Wasser schnell auf und verfärbt sich dunkel, handelt es sich um einen stark saugenden Untergrund. Auf Dauer haftet die Farbe nicht und kann abblättern. Tragen Sie den Aviva Tiefengrund im Kreuzgang auf. Arbeiten Sie in Bahnen und überlappend, sodass kein Teilstück der Wand vergessen wird. Nach 5 Stunden ist der Untergrund trocken und nicht mehr saugend. Test 3. Wurde die Wand schon mit Wandfarbe gestrichen und nicht nur verputzt, müssen Sie zuerst den Spritztest machen und zusätzlich noch mit einem nassen Finger über die Wand reiben. Löst sich die Farbe, handelt es sich um Leimfarbe. Sie müssen die alte Farbe entfernen. Verteilen Sie mit einem Flächenstreicher Wasser auf Ihre Wand. Die Wand muss richtig durchnässt sein. Dann können Sie mit einer Abscherspachtel Stück für Stück die Altbeschichtung gründlich abscheren. Trocknet die Wand zwischenzeitlich, so feuchten Sie diese nochmal an. Die Reste der Leimfarbe waschen Sie mit dem Pinsel oder einem Schwamm gründlich ab. Ist keine Leimfarbe mehr vorhanden und der Untergrund trocken, können Sie die Wand mit dem Aviva Tiefengrund unverdünnt grundieren. Die Wandfarbe wird auf diesem Untergrund perfekt haften. Sonderfall Gipskartonplatten. Gipskartonplatten zählen zu den stark saugenden Untergründen. Ohne Grundierung verbindet sich die Wandfarbe mit dem Untergrund nicht. Unschöne Rollbahnen und fleckige Anstrichbilder sind die Folge. Entstauben Sie die gespachtelte und geschliffene Oberfläche sorgfältig. Gipskartonplatten sind der einzige Anwendungsfall, bei dem Sie den Aviva Tiefengrund im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen müssen. Schütten Sie das Wasser in einen großen Eimer und geben Sie die gleiche Menge Tiefengrund dazu. Gut umrühren, bevor Sie mit dem Grundieren starten. Nach 5 Stunden Trockenzeit ist die Wand bereit für Ihren ersten Anstrich. Und alle Produkte fürs Gelingen bekommen Sie beim Adler Partner ganz in Ihrer Nähe oder im Online-Shop adler-farmmeister.com.